So, bei der ersten Übung konzentrieren wir uns auf die Vorderseite von unserem Fuß. Das heißt, ihr könnt euch einmal aufstellen und direkt mit mir mitmachen. So, stellt einmal eure Füße einfach so nebeneinander hin und dann nehmt einen Fuß nach oben und bringt die Oberseite von euren Zehen zu Boden und drückt da so dagegen, bis ihr einen Zug an der Vorderseite von eurem Fuß wahrnehmen könnt. Das Ganze halten wir jetzt für circa 30 Sekunden. Die ersten 10 haben wir schon. Noch 10. Und 3, 2, 1. Lösen, kurz auslockern. Andere Seite. Ich stelle mich wieder anders hin. So, anderen Fuß aufstellen, Zehen, die Oberseite von den Zehen zu Boden bringen und dann ab jetzt einfach halten und spür da mal in dich hinein, wie weit du da gehen kannst. Spiel auch mal ein bisschen rum, dein Gewicht zu verlagern. Hälfte haben wir. Und 5. 4, 3, 2, 1. Kurz auslockern. Und dann machen wir direkt eine zweite Runde hinten nach. Doppelt gemoppelt hält besser. So, wieder erster Fuß aufgestellt. Und dann geht's dahin. Das ist auch eine Übung, die bietet sich super an, mal so für zwischendurch oder auch beim Zähneputzen. Noch 10, 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal einmal ausschütteln, letztes Mal die andere Seite, aufstellen und geht dahin. Wunderbar. Ich bewege da auch immer mal gerne so ein bisschen meinen Fuß von rechts nach links, um einfach zu schauen, was da so los ist in meinem Fuß. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wieder ausgelockert. Kurze Pause und dann geht's weiter. So, nach der Vorderseite geht's weiter mit der Rückseite, also mit deiner Fußsohle. Du kannst dir dazu gerne einen Yoga-Klotz nehmen oder auch gerne an die Wand oder ein dickes Buch, das ist völlig egal. Wichtig ist, oder auch eine Treppenstufe, dass du deinen Fuß irgendwo aufstellen kannst. Und zwar Fuß einmal möglichst steil draufgestellt und dann so das Gewicht leicht nach vorne verlagern. Sollte dann in der Wade ziehen und vielleicht auch in deinem Fuß. Das halten wir jetzt ein bisschen. Da kannst du auch immer ein bisschen mit der Intensität spielen. Noch 10. Und 3. 2, 1. Kurz auflösen und dann nochmal direkt weiter mit der anderen Seite. Fuß aufgestellt und geht dahin. Gewicht nach vorne verlagern. Gerne auch die Zehen anziehen. Jawohl. Noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Und da auch direkt die zweite Runde im Anschluss. Die erste Wade hatte jetzt eh schon Pause. Nochmal hinten nach. Schauen, ob du dich vielleicht jetzt schon ein bisschen steiler aufstellen kannst.
Dann halten wir da auch nochmal für 30 Sekunden. Noch 10. Drei, zwei, eins und wechsel. Letztes Mal die andere Seite schon aufstellen und dann geht's dahin. Denk dran, das Gewicht immer so ein bisschen nach vorne zu verlagern und wenn der Dehnreiz ein bisschen weniger wird, lehn dich gerne noch ein bisschen weiter vor. Da passiert nichts. Drei, zwei, eins und kurz Pause, Füße lockern und dann kommt schon Übung Nummer drei. So, die nächste Übung kann man irgendwie sowohl als Bauch- als auch als Fußübung abtun. Und zwar sogenannte Toe Stance. Kommt dazu einmal in den Vierfüßler. Wir machen gleich 10 Wiederholungen davon. Und dann stellst du dich hier so auf deine Zehen hinten auf. Du bist im klassischen Vierfüßler. Zehen sind aufgestellt. Und dann hebst du dich quasi auf deine Zehen. Dann Zehen wieder beugen. Abheben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurz Pause. Da setze ich mich immer gerne in den Fersensitz. Locker so ein bisschen deine Zehen aus. Spann da auch direkt immer deine Körpermitte mit an. Dann hast du einen ganz kleinen Benefit für den Bauch noch mit dabei. Und dann gehen wir auch schon direkt weiter in die zweite Runde. Das ist jetzt eben primär Kräftigung, nachdem wir vorher schon ein bisschen vorbereitet haben. Kommst wieder in deinen Vierfüßlerstand, Zehen aufgestellt und dann starten wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Kurz Füße lockern, dann machen wir weiter. So, als nächstes setz dich gerne ein bisschen erhöht hin. Du könntest theoretisch auch auf einem Sessel sitzen. Schnapp dir einen Fuß und dann fang erst mal an, mit deinen Fingern deine Zehen zu separieren. Also zwischen jedem Zeh einen Finger zu stopfen. Das ist am Anfang erstmal richtig angenehm, weil die Zehen, dadurch, dass sie so lange immer in den Schuhen sind, richtig oft aneinander gedrückt sind. Dann löst das Ganze mal so ein bisschen auf und dann fang an, deinen Fuß ein bisschen zu kreisen. Das ist gar nichts Anspruchsvolles, einfach nur mit den gespreizten Zehen den Fuß ein bisschen lockern. Auch mal die Bewegungsrichtung ändern. Wunderbar. Und dann kurz mal deine Finger befreien und dann mal so selber ein bisschen auf deinem Fußgewölbe rumdrücken. So ein bisschen reinspüren, wo du was merkst. Ich merke es hier an der Innenseite vom Fuß zum Beispiel. Und dann mal so ein bisschen einfach ausstreichen. Da bietet es sich auch an, mal so eine Faust zu machen und einfach mal so vor und zurück zu streichen. Auch in deinen eigenen, da kannst du den Druck ja völlig frei bestimmen. Entweder du gehst ein bisschen mehr rein oder ein bisschen weniger, je nachdem, wie sensibel du da auch bist. Und dann nochmal ein bisschen drücken. Ein bisschen auch den Oberkörper mitnehmen. Und dann andere Seite. Ganz unkonventionell einfach die Seite tauschen. Den anderen Fuß in die Hand nehmen. Und dann erstmal anfangen, die Zehen zu separieren, also zwischen jedem Raum einen Finger stecken.
Und dann festhalten und dann starten, ganz entspannte Kreise zu ziehen. Es ist super angenehm. Gerade wenn du viel in engen Schuhen bist oder generell auch viel stehst. Ich stehe die meiste Zeit des Tages. Es ist eigentlich voll fein, dann am Abend mal den Füßen was Gutes zu tun. Immerhin tragen sie dich den ganzen Tag. Dann nochmal andere Richtung kreisen. Noch zweimal. Wunderbar. Dann auch hier wieder lösen die Finger, Fußgewölbe schnappen und mal so ein bisschen vor und zurück streichen, reindrücken in den Fuß. Schauen, was da überhaupt so für Bewegungen möglich sind. Und dem Fuß auch gerne mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Wie gesagt, der trägt uns durch den ganzen Tag. Dann auch wieder gerne mal die Faust nehmen und übers Fußgewölbe streichen. Das war meine Hand, nicht der Fuß. Gut, noch ein bisschen ausziehen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Übung. So, als letztes möchte ich mich nochmal um unser Sprunggelenk kümmern. Das trägt nämlich auch wesentlich zur Fußgesundheit bei. Und zwar fixierst du jetzt gleich hier hinten einmal deine Ferse und dann schiebst du einfach dein Fußgelenk so nach vorne, so weit wie es geht, und wieder zurück. Vor und probier, dass die Ferse wirklich immer am Boden bleibt. Das ist gerade auch, wenn du viel Yoga praktizierst für Malasana, für den Yogi-Squat oder wenn du generell viel trainierst und eine bessere Squat-Mobility haben möchtest, kannst du das so auch vor jedem Warm-up das mal einschieben. Da auch mal so ein bisschen mit dem Gewicht spielen, mit dem Druck und der Intensität. Machen wir noch zwei Stück. Wunderbar, Seitenwechsel. Anderen Fuß aufgestellt. Zack. Voilà. Sprunggelenk bzw. Ferse fixieren und dann nach vorne. Ganz genau. Schau mal, was da so drin ist. Und vergleich das auch mal zu verschiedenen Tageszeiten, wie das bei dir so in der Früh ist, wie weit du kommst. Generell, je kleiner der Winkel hier ist, desto besser. Und wichtig ist, dass die Ferse immer am Boden bleibt. Die willst du beim Squat oder bei Malasana ja auch am Boden haben. Da wollen wir nicht so weit oben sein, sondern immer schön tief mit dem ganzen Fuß am Boden. So, noch zwei Stück. Letzter. So, das war's schon. Viel Spaß bei der zweiten Routine von meiner gesunde Füße-Reihe und wir sehen uns beim nächsten Video. Ganz lieben Dank fürs Einschalten und noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Muah.